Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar ist das die Mai-Monatsdeko und ich weiß, es ist schon fast Ende Mai oder das dritte Drittel hat schon fast begonnen. Ich hatte nur ein kleines Problem und zwar war mein Drucker auf einmal nicht mehr funktionstüchtig und ich konnte dementsprechend nicht meine Mai-Übersicht ausdrucken. Ich war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern und da hatte ich das Glück, dass die einen Drucker haben, der funktioniert. Und dann habe ich meine Seite, die ich ja jetzt dann schon dekoriert hatte beim April, durch den Drucker gejagt und dann kam die ungefähr so zerknittert aus dem Drucker wieder raus. Das heißt, ich habe jetzt hier so ein bisschen verschmierte Tinte und ein etwas knittriges Blatt, aber ich habe immerhin meine Monatsübersicht. Und als ich jetzt heute nach Hause kam, hatte ich auch in der Post mein neues Drucker-Netzwerkkabel. Und zum Glück funktioniert er jetzt wieder, deswegen habe ich mir diese Seite auch nochmal in schön ausgedruckt. Allerdings konnte ich die halt nicht nochmal ausdrucken, weil die nun mal auf der anderen Seite schon dekoriert ist. Und ja, ich habe das jetzt auf jeden Fall ganz schnell nachzuholen, damit ich auch endlich was eintragen kann in meine Monatsübersicht. Das habe ich halt vorher immer so vor mir hergeschoben. Und da ich noch total mit meiner Allergie zu kämpfen habe und kaum zur Luft komme teilweise, werde ich auch dieses Video hauptsächlich als Timelapse machen. Aber ich wollte einfach kurz mal Hallo gesagt haben und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video.
fertige Monatsübersicht. Ich hatte mir nämlich mal diese Depot-Utensilien rausgesucht, die ich unbedingt mal verwenden wollte. Ich habe auch das Gefühl, dass unzählige Leute die besitzen, aber ich habe total selten mal gesehen, dass die benutzt worden sind. Deswegen dachte ich, okay, ich möchte jetzt nicht eine von denen sein, die alles hortet. Und ich finde die auch wirklich schön, die Sachen. Deswegen habe ich mich auch getraut, mal fast den ganzen Stickerbogen hier in die Deko zu kleben. Ich habe ja auch noch einen zweiten, so ist es nicht, ne? Also von daher alles gut. Und dazu hatte ich dieses Tape benutzt, das mit diesen Ranken, was ich auch schon mal in der Wochendeko hatte. Und ich finde, das passt einfach total gut zusammen. Und dann habe ich noch ein bisschen mit meinen neuen Stempeln gestempelt. Das sind diese hier, die werde ich, glaube ich, auch dann öfter mal verwenden. Vor allen Dingen diese schlichten Kreise, diese zwei finde ich sehr schön. Das hier passte mit den Blümchen jetzt ganz gut. Und ich habe geguckt, dass ich mir vielleicht damit jetzt immer die Uploads markiere. Das muss ich mal gucken, ob ich das jetzt nur diesen Monat so mache oder ob ich das fortführe. Aber ich fand die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video oder die Deko gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch Feedback in den Kommentaren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!